Und Nummer 3. Ich habe jetzt diese hier auseinandergeschnitten. Und jetzt überlege ich, mit welcher von beiden, ich nehme diese hier, werde ich jetzt die nächste Karte machen. Dafür habe ich mir schon hier aus den anderen Sets, wie das hatte ich ja gerade schon. Und das ist auch von Teddy. Und da möchte ich jetzt diese hier nehmen. Und von dem anderen Set nehme ich den Pilz. Und dann machen wir daraus eine Karte. Und dann habe ich mir noch Stencils zurechtgelegt, eins. Und benutze den da auch mal noch. Die mache ich wieder mit meiner Stempelhilfe. Und dann muss ich noch überlegen, ich glaube, ich mache es nämlich so rum. Dann nehme ich mir wieder hier mein Schmierpapier. Die packe ich mal hier rauf. Die vergesse ich gleich wieder. Frage ich euch bestimmt gleich, oh, wo habe ich die denn hingemacht? Achso, und dann wollte ich euch noch die Karte noch mal zeigen. Jetzt ist es schon relativ trocken. Und ich hoffe, das könnt ihr sehen, dass jetzt diese Gelstifte, die Glitzer-Gelstifte, noch besser zur Geltung kommen. Deswegen. Ja, wollte ich euch noch zeigen. Die ist jetzt schon fast fertig. Die packe ich mal hier drüben hin. So, dann habe ich hier einen Stencil. Und jetzt muss ich nur gucken, wo ich mein Klebeband habe. Hier drüben. Und wie ich schon der Yvonne geschrieben habe bei Facebook in einer der Gruppen, wenn man mit Stencils arbeitet, fixiere ich die mir immer ganz gerne auf der Rückseite. Also so, dass wenn ich das hinterher abziehe, dann mache ich das Papier nicht kaputt. Also klebe ich das von hinten an, dann verrutscht es nicht. Einmal umdrehen, dann ist es fixiert und dann kann man mit den. Ich werde jetzt, ich probiere es zuerst mit meinen Pinseln und mal gucken, ob es funktioniert. Da mal mein Handy. Ich gehe jetzt absichtlich mal so ein bisschen schräg rüber. Ups. Aber die jetzt knallen die Idioten draußen wieder und unser Hund ist wieder mal vollkommen durch den Wind. Der kann damit ja gar nicht umgehen. Der hat so Angst. Na, zum Glück waren wir mit ihm schon draußen und ich verstehe auch nicht, warum die Leute nicht irgendwann dann auch gut sein lassen können. Aber gut, vielleicht bin ich auch einfach zu alt. Ich habe da keinen Spaß dran, weil ich weiß, wie sehr unsere Tiere darunter leiden. Und deswegen macht mir das keinen Spaß. Ich kann keinen Spaß daran haben, wenn ich weiß, dass andere leiden. Ist nicht meine Welt. Aber damit verurteile ich niemanden, der gerne knallt. Nur ich mag es nicht. So, ich hoffe, dass das, was ich hier gerade mache, auch nach was aussieht. Ich habe das absichtlich jetzt, wie gesagt, hier unterschiedlich von der Stärke gemacht und auch ineinander noch verblendet. Und dann gehe ich hier drüben mal noch mit Grün rein, damit das hier so ein bisschen bunt ist und feenhaft. Ich weiß nicht, ob ich nachher noch mal eine mache, weil jetzt, weiß ich nicht, das seht ihr bestimmt, es wird jetzt nämlich dunkel und dann ist mein Licht nicht so toll, dass das dann noch schön ist. Dann nehme ich das hier ab. Gebe die mir an die Seite, weil ich die noch mal benutze. Mache hier mein Stencil noch sauber.
sehr schön, wenn ich mich wundere, warum es nicht sauber geht, wenn ich die falsche Seite nutze, ne? Ja. Aber wie wir es gerade hatten, ihr mögt es ja, wenn ich zeige, wenn ich auch Fehler mache. Und ja, es wird auch noch ganz oft passieren, dass ich Fehler mache, bis ich dann so weit bin, dass mir keine Fehler mehr passieren. Das wird noch dauern. So, so sieht es jetzt aus. Und so rum hatten wir gesagt, ne? Dann werde ich wieder mit meinem Fingerpinsel den Rand machen. Den mache ich aber zuerst blau. Hier oben in dem Bereich. Und ich sage es immer wieder, ich gehe immer vom Rand so von außen nach innen, damit der Rand halt mit geinkt ist. Das finde ich irgendwie schön. Und hier nehme ich auch verschiedene Farben, damit es bunt ist. Einmal lila. Hier verblende ich die zwei wieder ineinander, damit der Übergang ist. Und ich glaube, ich mache hier auch noch mal lila auf der Seite. Noch mal benutzen möchte. Für die Stempel nehme ich wieder die Stempelhilfe, damit das schön saftig ist. Bin sehr, sehr gespannt, wie ihr die Karten findet. Der Part 2 hat jetzt echt lange gedauert, bis er hochgeladen hat. Ich weiß gar nicht warum, das war gar kein langes Video. Manchmal verstehe ich da die Algorithmen nicht. So. Und dann, Entschuldigung, ich habe wieder meine Wohlfühlstrickjacke an. Einmal hier rüber. Diese Stempelhilfe echt super, weil man hier das, wie gesagt, in die Ecke drückt, und selbst wenn man den Stempel jetzt verrutscht, ist es überhaupt nicht schlimm, weil man immer wieder, wenn man in die Ecke kommt, genau richtig ist. So, ein Stück tiefer, damit die Fäden hier auch noch raufpasst. Den Stempel hier habe ich noch gar nicht benutzt. Mal gucken, wie der gleich aussieht. Ja, das ist schön. Noch ein drittes Mal, damit er hier durchkommt. Dann werde ich gleich mal noch mit einem Pinsel, ich lasse den mal noch drin, falls ich den gleich noch mal brauche. Und dann suche ich mir hier meinen feinen Pinsel und gehe hier mal ins Wasser rein und versuche jetzt hier nämlich
ein bisschen die Farbe wieder wegzunehmen. Das habe ich geplempert. Habt ihr nicht gesehen, ne? Damit die da ein bisschen weniger wird. Ich werde das gleich natürlich auch noch anmalen mit Filzer, aber damit das hier ein bisschen runterkommt. So, habe ich das mal runtergenommen. Ja, das sieht man nicht so doll. Das ist natürlich sehr, sehr wild. So, dann nehme ich jetzt den doch runter. Den oder nee. Ich hole zuerst die Stifte. Und zwar nehme ich wieder meine Aquamarker von Action, die ich echt toll finde. Wie ihr seht, mein Arbeitsbereich reicht nicht aus. Dann nehmen wir hier das Blau, das Rot. Und noch ein Grün. Das hier mal jetzt rüber. Wenn wir ein bisschen Platz haben. Und male mit dem Rot hier den Pinsel an. Quatsch, den Pinsel, was rede ich denn da? Den Pilz, nicht den. Habe ich jetzt die ganze Zeit Pinsel gesagt? Sagt mir das mal. Das wäre ja mal wieder typisch für mich. Ich hatte das ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich hatte ja vor 9 Jahren einen Schlaganfall. Einen stummen. Und dann noch mal einen zweiten. Und deswegen habe ich oft Wortfindungsstörung. Also seht mir das nach, wenn ich manchmal mir das Wort fehlt und ich dann nichts sage, weil ich eine Weile brauche, bis mir das entsprechende Wort einfällt. Ja, naja. Aber ich habe Glück gehabt. Wie ich es auch schon erwähnt habe, bis auf die Wortfindungsstörung. Ich habe keine Lähmung gehabt und nichts. Keine körperlichen Ausfälle. Nur Kopfschmerzen und Wortfindungsstörungen. Ich kann mir Sachen nicht mehr so super gut merken. Ist eigentlich ja auch nicht so schlimm, ne? Und ich habe immer eine Ausrede, wenn ich mir was nicht gemerkt habe, kann ich immer sagen, hey, ich kann nichts dafür. Oft stimmt's, aber manchmal nutze ich das Tatsache auch als Ausrede. Thies, du hast es jetzt nicht gehört. Thies ist mein Mann. Er guckt sich meine Videos ja auch an. Kommentieren tut er sie aber nicht. Muss ich noch mal dran arbeiten. So, das Rot ist jetzt natürlich nicht so super gleichmäßig, aber das macht nichts. Soll ja auch trotzdem noch. Hier gehe ich jetzt mal ganz und gar rüber und nehme gleich meinen weißen Stift und mache die Punkte wieder weiß. Mal das Grün, dann nehme ich die Feine. Der malt ja bedauerlicherweise nicht so schön, wie ich das gehofft habe. Aber es geht. Ich muss ihn dann halt immer mal zwischendurch auf normalem Papier nochmal sauber machen, damit er dann wieder malt.
Das mache ich mal vorher, bevor ich jetzt gleich die Feder drauf mache, damit das hoffentlich die bessere Variante so rum ist. So. Ich stempel den Pilz nicht nochmal. Runter. Pack den kurz hier auf. Karte wieder rein. Schön in die Ecken. Und dann kommt die Fee positioniert, sodass sie mit den Füßen und mit den Händen tatsächlich auch aufliegt. Und dann drücken. Und dann stempeln wir mal. Und dann haben wir Karte Nummer 2. Ich denke mal 3 und 4 werde ich morgen hochladen. Die muss man auf jeden Fall öfter stempeln, weil die Farben ja sonst durchgucken. Ich hoffe, ich kriege es hin, dass sie dunkel genug ist. Muss ich den Körper gleich noch mit dem schwarzen Stift noch mal nachmalen. Aber das finde ich dann immer nicht so super schön, weil man das doch so ein bisschen sieht. Aber hier, glaube ich, bleibt mir nichts anderes übrig, um den Körper richtig schwarz zu kriegen. Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit immer mit meinen Händen, also mit meinem Ärmel davor bin. So, das könnt ihr sehen, ne? Oder? Sieht man das, dass der am Körper, und es ist tatsächlich auch wegen dem Stencil, was ich da gemacht habe, dass es dann nicht so optimal ist. Also ich versuche es noch einmal. Ich mache es jetzt mal mit der anderen Hand, damit ich nicht wieder mit meinem Ärmel runternehmen. So sieht sie jetzt aus. Dann nehmen. Die packe ich auch kurz hier rüber. Dafür nehme ich jetzt einen weißen Kartenrolling, weil die Karte ja schon sehr, sehr dominant ist. Jetzt hat mein Handy wieder eine Nachricht. Das sind zwei. Und das sind, wie gesagt, immer wieder die Karteikarten von... Ah, ich sehe jetzt hier den Unterschied. Ich nutze die denn auf der anderen Seite. Zu denen, die ich bestelle und denen, die ich bei Teddy gekauft habe, die sind hier viel dünner als die, die ich sonst benutze. Und hier ist der Rand auch so ein bisschen angefressen. Das kann man aber ausgleichen, wenn man über diesen Rand rüber geht mit dem Falzbein. Dann sieht es wieder schön aus. Aber der Kartenrolling ist auf jeden Fall dünner als den ich über Amazon bestellt habe. Die Karte ist jetzt natürlich deutlich kleiner und ich mache die trotzdem so rauf mit dem breiten Rand. Das finde ich ganz gut. Hier sieht man den Stift, der durchgedrückt hat, die Farbe. Der Aquarellmarker. Gucken, dass sie sich richtig rum öffnet. Das ist was, was mir auch echt immer noch passiert, dass ich nicht aufpasse, in welche Richtung
sich die Karte öffnet. Und dann habe ich eine schöne Karte, die sich in die falsche Richtung öffnet. Natürlich kann man sagen, ja, das soll so. Aber natürlich weiß auch dann jeder, dass es gar nicht so soll. So. Jetzt werde ich auch hier gleich wieder meine Gelstifte nehmen. Um die. Oder ich nehme diesen Stift. Der ist von Action. Und den werde ich jetzt einmal schön schütteln. Den werde ich jetzt auf die Flügel machen. Muss ja mal ein bisschen was anderes machen, ne? So. Und jetzt machen wir den. Auf die Flügel. Mal drücken, damit auch Farbe rauskommt, aber nicht zu doll, sonst habt ihr hier nämlich so einen Blub auf der Karte, den man ja nicht möchte. Ich muss mal hier so meinen Kopf immer schön zur Seite machen, damit ich das noch sehe. Wo bin ich schon gewesen? Wo noch nicht? Und wenn ihr Fehler auf euren Karten macht, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Das ist eine handgemachte Karte. Und fehlerfreie Karten sind die gedruckten. Und von daher finde ich, darf das ruhig passieren, dass man auch mal einen Fehler hat. So. Jetzt hier mal vorsichtig lang gehen. Und ich könnte natürlich ihren Körper auch noch ein bisschen. Dann sieht man das nicht mehr. Nee, ich mache nur die. Könnt ihr das sehen, wie schön die glitzern? Ja, toll, ne? So. Damit ist die Karte auch fertig. Und ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, über einen Kommentar, wie euch die Karte gefällt. Und noch schöner fände ich es, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert. Und ich werde hier gleich gucken, dass ich noch mit dem schwarzen Stift doch noch den Körper nachfahre. Aber hier ist mein. Der müsste hier irgendwie. Ah, hier. Nee. Der geht vielleicht auch. Nee, den nehme ich nicht. Ich lasse das so. Also, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Karten findet, wie ihr die Idee findet. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss!